Singen. Ein Geschicklichkeits-, aber auch ein bisschen Glücksspiel. Wir haben hier einen Ballon. Darunter ist ein Tablett. Jeder von euch hat Gegenstände auf seinem Tisch. Die muss er auf dieses Tablett legen. Bei demjenigen, bei dem der Ballon platzt oder runterfällt, der hat verloren. Das ist erstmal die Grundregel. Die genauen Regeln erkläre ich euch jetzt. Wir gehen mal einen Schritt runter. Also, ihr müsst immer abwechselnd einen der Gegner, nichts anfassen übrigens, auf gar keinen Fall jetzt irgendwas anfassen. Ihr müsst immer abwechselnd einen dieser Gegenstände auf das Tablett legen. Bei wem der Ballon durch den Ring rutscht oder platzt, der verliert. Der Gegner gewinnt dann sofort das Spiel. Ihr dürft die Gegenstände vor dem Setzen nicht anfassen. Also es heißt, berührt, geführt. Wenn ihr irgendwas angepackt habt, müsst ihr das auch darauf packen. Also wir wissen, okay, das heißt, wir wissen natürlich nicht, wie die schwer die sind, aber sobald ich das anfasse, muss ich das dann auch drauf nehmen. Okay. Pro Zug habt ihr eine Minute Zeit. In dieser Zeit müsst ihr den Gegenstand ablegen. Tritt der Spieler nach seinem Zug vom Teppich, der ist ganz besonders wichtig, dieser Teppich, startet automatisch die Zeit des Gegners. Dieser kann nun entscheiden, ob er hinter dem Teppich erstmal wartet, ob das Ding runterfällt oder platzt, oder ob er sofort den nächsten Gegenstand nimmt und auch raufpackt. Sobald der Teppich betreten ist, verliert ihr dann aber, wenn der Ballon durchrutscht oder platzt, erkläre ich gleich nochmal ganz genau. Oder ihr halt auch keinen Gegenstand setzt innerhalb dieser Minute. Also, meinetwegen, du fängst an, keine Ahnung. Du nimmst dir jetzt irgendwas, hast eine Minute Zeit. Gehst hier drauf, in dieser einen Minute packst du den Gegenstand drauf und gehst wieder vom Teppich runter. Okay. Sobald muss ich denn, muss ich ganz kurz, ja? Muss ich denn, kann ich denn egal wo aufsetzen? Du kannst egal aufsetzen, ganz egal wo du es. So, sobald man vom Teppich runter ist, läuft die Minute vom Gegner. Der kann jetzt erstmal gucken, ich bleibe mal 20 Sekunden hier stehen, vielleicht fällt das Ding noch runter. Wenn das Ding runterfällt, hat derjenige verloren, der zuletzt den Gegenstand draufgepackt hat. Sobald man aber hier draufsteht und das Ding fällt runter, hat der verloren, der auf dem Teppich steht. So. Also du hast 20 Sekunden nochmal Zeit. Eine Minute. Ja, aber wenn er jetzt draufgelegt hat. Ja, er wartet. Okay. Er wartet 20 Sekunden, geht, platzt nicht, ich gehe rauf. Dann hat er noch 40 Sekunden, da was raufzupacken. Okay. Das Gute ist, ihr dürft auch Gegenstände, die hier schon draufstehen, die dürft ihr auch gerne umsortieren. Ist natürlich aber ein Risiko, weil wenn es liegt und hält, hält es ja schon mal. Also ihr müsst, wenn ihr irgendwas im Weg steht, könnt ihr auch ruhig was wegschieben oder sowas und euren Gegenstand dahin stellen. Es muss nicht da überall stehen bleiben, wo gerade was steht. Ja. Viele Infos, ne? Jede wichtig, Menge, aber ich glaube, ich wichtig ist verstanden. Halt wirklich nur eine Minute Zeit, um da was raufzustellen. Genau. Und wieder vom Teppich zu treten. Da hatten wir schon mal eine Diskussion, das war gegen Jürgen Milski, glaube ich. Der hatte zwar innerhalb der Minute was rausgezogen, war aber noch auf dem Teppich und man muss ja vom Teppich runter sein. Als Tipp von mir, in den ganzen Sachen hier, da ist immer was drinne. Da ist was drin. In der Dose ist halt das drin, was draufsteht. Okay, also ist nicht leer gemacht. Das hier sind zwei Gegenstände. Okay. Also der Ball ist ein Gegenstand und die Pfanne ist ein Gegenstand. Ja. Der ist nur halt da drin, damit er nicht wegrollt. So, hier in der Matroschka sind natürlich auch weitere Matroschka-Puppen drin. Okay. Da weiß man ungefähr, wie schwer das ist. Hier in diesem Kühlpack ist Wasser drin. Ah, da ist Wasser drin, okay. Und du hast genau die gleichen Gegenstände auf deiner Seite. So, meine Münze habe ich, glaube ich, hier irgendwo abgelegt, weil die entscheidet ja, wer als Erster einging. Nichts anfassen? Nee, mache ich nicht. Rot, du darfst den ersten Gegenstand drauflegen. Ja. Okay? Okay. Also, das, was du anpackst, muss auch da drauf. Das, was ich anpacke, und ich habe eine Minute dafür Zeit, um das drauf zu legen. Und wieder den Teppich zu verlassen. Okay. Okay? Dann bitteschön, los. Ja, der Ballon hängt also in so einem Ausschnitt, in so einer Plexiglasplatte so drin.
Und da ist eigentlich zu vermuten, dass der jetzt erstmal... Jetzt läuft deine Zeit, deine Minute. ...nochmal ein bisschen mehr kann. Ne? Also, dass da was Schwereres vielleicht drauf passt, würde ich jetzt mal so sagen. Die gehen aber trotzdem mit relativ leichten Gegenständen ran, glaube ich, einzuschätzen. Ja. Aber, wie Elton schon sagte, man kann nachher auch umsortieren. Kann notfalls auch übereinander stapeln. Da, die Kuh. Was das davor alles war, keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob man da, ja, ein Fahrradschloss, schon ein bisschen ein Gefühl bekommt, wenn man vielleicht hoch zum Ballon schaut, wie der sich bewegt, ob schon irgendwas passiert oder ob der wirklich noch viel mehr ab kann. Ich weiß es nicht. Fakt ist eins, irgendwann platzt er oder rutscht durch. Das steht fest. Ja. Aber der macht schon die schweren Sachen. Ja. Ja, ne? Weil am Anfang, also hätte ich vermutet, ne, dass der viel ab kann und dass man schwerere Sachen nehmen kann. Ob das jetzt schon zu spät ist für die Taktik, das ist die ganz große Frage. Denn nachher ist natürlich auch die Frage, fehlt einem dann ein leichter Gegenstand? So, und wir haben es 2 Uhr übrigens. Ja, was? Letztes Spiel, Matchball. Für beide. Ja, versuchen dort noch sehr mittig alles drauf zu machen. Bülent sagt sich, kein Problem. Relativ schnell, Jenke von Wilmsdorf mit einem riesen Comeback in der Show bisher. Ich kann auch aufeinander stapeln? Du kannst auch aufeinander stapeln. Ihr könnt, wie gesagt, auch warten, wenn ihr meint, ei, der bewegt sich. Immer wenn er den Teppich verlässt, beginnt für den anderen die Uhr zu ticken. Ein Block mit Zetteln ist das. Weiß man ja auch ungefähr, was der so wiegt. La 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 la. Das ist Shakira. Whatever. Ganz schwer einzuschätzen. Im Augenblick sieht er noch stabiler. Schwerer als ich dachte. Oh, so ein Ball. Mhm. Offensichtlich Mini-Medizinball. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Der ist schwerer als ich dachte, dieser Ball. Figur, die sicherlich jetzt zu schwer sein wird. Was ist das? Die Kuh? Die zweite Kuh. Die wollte ich auch gerade nehmen. Hier der Zettelblock. Oben drauf. So, und wir sehen, dass er sich schon langsam streckt, der Ballon. Langsam.
Das werden die alles mit im Auge behalten. Würde jetzt runterfallen, hätte Bülent das nur noch mal verloren. Bitte? Nee, mach ruhig weiter. Jetzt nicht mehr. Es geht. Ich darf verschieben, hat mir du gesagt. Du darfst auch verschieben, ne? Ja, klar. Ist dein Risiko? Hallo? Wie bitte? Ruhig da. Was haben die denn gesagt? Die haben gar nichts gesagt. Die haben nichts gesagt, ne? Holzauto mit Rädern. Sag mal. Noch 15 Sekunden, dann musst du von dem Teppich verlassen. Hm. Noch 10. Ganz, ganz wichtig. Mach dich runter. 5, jawohl. So. Das sieht sehr, sehr leicht aus. Da sollte nichts passieren. Aber wir sehen, wie lang der Ballon wird. Ja, es wird langsam knapp, ne? Mhm. Gesagt, man muss auch einschätzen können, wie schwer was ist. Ich denke, er wird immer in die Höhe gehen. Immer mittig drauf. Bühlend sagt sich, es ist eigentlich egal, auch wenn es weiter weg vom Zentrum liegt. Oh je. Und jetzt sieht es wirklich sehr, sehr eng aus. Als wenn es jeden Augenblick passieren kann. Wenn es jeden Augenblick passieren kann. Und da fällt es runter. Was und Elton sagt, wer gewonnen hat? Hat verloren. Ja! Denn der war der Letzte, der was draufgelegt hatte. Was für ein Comeback! Was für ein Comeback! Jenke stand noch nicht auf dem Teppich. Jenke hat gewonnen. Weil er noch nicht den Teppich betreten hat, wäre er auf dem Teppich und das war sehr knapp. Und dann. Was meinst du? Herzlichen Glückwunsch! Jenke! 100.000 Euro! Er hat es selber, ich hab's leider nicht schon gesehen, dass er zieht. Ich habe gedacht, komm, wenn er jetzt, er braucht nur einen Schritt drauf machen, dann hätte er dann verloren. Er hat es, glaube ich, gar nicht gesehen. Er hat ein bisschen Glück gehabt. Ja, vielen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Vielen Dank, Jenke. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Bülent. Nicht so. Corinna. Ron. Stefanie Heinzmann. Nur echt. Mit Nasenpiercing. Und natürlich alle anderen, auch die Bands. Vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss, das war's. Nächste Woche die große Spendengala auf Sat.1. Einschalten. Tschüss.